Hallo und herzlich willkommen zurück zur FIFA 19. Und heute wird mit The Journey weiter durchgestartet. Ja, heute geht's los mit The Journey und ich will auch gar nicht lange rumquatschen. Wir gehen hier mit Alexander in die dritte Runde und gucken, was uns erwartet. Ich bin ja gespannt. Wir haben bisher mit Alex, ich glaube, fast alles gewonnen, was wir so gewonnen haben. Und als letztes müssten wir bei den Bayern die deutsche Meisterschaft und den Pokal geholt haben. Gucken wir jetzt mal, wie es weitergeht. Ich bin sehr gespannt. Und ja, ich würde sagen, auf wie geht's, oder? Und in der Hoffnung, dass wir unseren Charakter übernehmen können. Mal gucken. Gespeicherte Daten. Jawohl. Wir waren bei Liverpool, bei LA, Galaxy und dann bei Bayern. Genau. Dialog, Englisch. Deutsch. Ja, kann ja jetzt Deutsch sprechen, ne? Ja, wir machen das mit Deutsch. Untertitel machen wir ein. Und ich würde sagen, auf geht's. Bisher bei The Journey. Wenn du es mit der Profikarriere ernst meinst, muss Fußball dein Leben sein. Und da ist er. Mit 17 Jahren hat er bereits erreicht, was andere Spieler nie erreichen. Ich bin bereit, komm schon! Ich spiele einfach gern Fußball. Das ist alles, was ich kann. Viel Erfolg in der neuen Saison. Danke. Interessante Fotos, auf denen Alex Hunter in einem Real Madrid-Trikot zu sehen ist. Das ist ganz anders abgelaufen. Wir wurden verarscht. Michael! Du hast meine Karriere aufs Spiel gesetzt, nur um wieder wichtig zu sein. Das stimmt nicht, Alex. Was stimmt denn dann? Alex, das kann dir echt helfen. Du kannst ein MLS-Star werden. Es ist die Chance für einen Neubeginn. Hey Mann, willkommen in L.A. Das hier ist eine komplett andere Welt. Ich hab alles im Fernsehen gesehen. Das war doch nur eine kleine Ausnahme. Oh, da komm ich. Schön, dich zu sehen. Danke für die Einladung. Dekortausch nach dem Spiel? Ja, lass dich vielleicht machen. Du spielst grandios, Mann. Mach einfach weiter so. Lass dich nur nicht zu sehr von diesem Hollywood-Spektakel ablenken, okay? Dad, willst du sagen, das ist meine Schwester? Alex, du spielst Fußball. Ja, liegt im Blut. Ich muss mir das alles hart erkämpfen, aber ich liebe den Fußball. Wow, wow, wow. Unser Heimkehrer aus dem schönen Hollywood. Alle behalten mich im Auge und erwarten, dass ich der nächste Alexander werde. Für dich ist die Zeit gekommen, diese Witze sein zu lassen. Es ist an der Zeit, dass du dir Respekt verdienst. Ein paar der Top-Clubs aus Europa haben offenbar Interesse an dir. Atletico, PSG, Bayern. Alex, ich bin Beatrice Villanova. Mit dir über deine Zukunft sprechen. Als Spieler, als Mensch, als Star. Gutes Spiel. Hab ich. Das 100. Tor lässt auf sich warten, was, Jimmy? Nicht länger als die ersten 99. Ich glaub ja nicht, dass du es heute machst. Ah, ich wusste es. Ich wusste es. The corner's floated in. Oh, man muss es machen? Krass. Big chest for the defense here. Oh! Oh, it's there! Jim Hunter equalizes with his 100th career goal. What a beauty it was, left foot volley, caught sweet as a nut, that's one he won't forget in a hurry. Wie geil ist das denn, Alter, bitte, wie geil ist das denn?
Wie cool. Ich hab's geahnt, dass wir in dieses Spiel geworfen werden. Aber das habe ich nicht für möglich gehalten. And the restart after the goal then. The score now 1-1 with the equalizer. Oh, ich spiele alle? Ach du Scheiße. Darauf war ich gar nicht gefasst. Now Evans. Oh, schade. Hughes. Schön. Well, what a moment for Jim Hunter. 100th career goal. And it was certainly... And that's a lovely ball through. And he's got through. Can he finish? And he tries to test the keeper. Oh, it's in. And no more obvious scorer than Hunter. It's his day. Two goals now by Hunter. Geil. And a career total of 101. Oh, there wasn't really anything the defense could do as we watch that again. Well, let's have another look at this. And I've got to say, that's a good finish. Wie geil ist das denn? Mega cool. Ich weiß gar nicht, auf welche Schwierigkeit wir hier spielen. Von daher... 2-1 has opened the game up again, really. Now Jones. Lewis. Poor play by Coventry City. Roberts. Oh, hat er angefangen. Schöner Pass hier. And it's Coventry City with the ball. Oh, that's a good clearance. Now Roberts. Well, as we know, the beautiful game is always evolving and it looks like we're on the horizon for yet another change. FIFA has announced that for the 1970 World Cup, they're going to introduce red and yellow cards as ways to better manage infractions. Two yellow cards would equal a red, and any red card will see the player removed for the rest of the game and potentially banned from following fixtures. No confirmation yet as to whether it will come to the first division, but it's going to be interesting to see how liberal the referees are with the use of these cards. Hopefully, we'll see games of 7-6. Good defensive clearance, that. Voll geil. No whistle, the ref... Dass hier auch darauf eingegangen wird, dass die Karten gerade von der FIFA zur Weltmeisterschaft vorgestellt wurden, also die Regel. Well, these interceptions are breaking up the play. Voll gut. With Roberts. Ah, schade, da ist es nicht den Ball abnehmen. Here's Taylor. Coventry City just can't keep the ball. Oh, schöner Pass. Lewis. Now Lewis. Oh! So close. Das ist so geil. Zurückversetzt. Als Jim Hunter Alex sein Opa das 100. Tor schießt. Und wir haben das 100. Tor genauso geschossen, wie er es immer erzählt. Der Kommentator hat es genauso wiedergegeben und dass wir dann noch das 101. machen und vermutlich hier gewinnen. Super cool. Super cool. Now Evans. And they're going to attack the opposing fullback here. And I think that's a corner, you know. Auch diese alten Zuschauer angezogen. So ein bisschen gräulich das Bild. Der Regen wird nicht komplett aufgefasst. Nur als schwarzer Streifen zu deuten. Und richtig schöner, matschiger Rasen. Super cool. Swung into the box. Good defensive play. Und jetzt geht's wieder in die andere Richtung. And that's possession given away by Coventry City. And this looks very promising indeed. Here's Roberts. Schön gespielt. Jetzt wieder Jim Hunter, vielleicht mit dem Triple. Oh.
Aber der Ball ist noch warm. Hat er noch? Kann ihn bringen? Oh! Schade, schade. Schönes Ding. Oh! Schade, schade. Aber der Ball muss auch übelst schwer damals gewesen sein. Kann ich mir jedenfalls gut vorstellen, dass das Ding mega schwer war. Schön. Ah, schade. Alex wäre frei, Jim wäre frei gewesen. Alex, sag ich schon. Bin schon voll im Alex-Fieber. Und damals schon bestand also die Rivalität zwischen Hunter und Walker. Sehr interessant, auf jeden Fall. Die beiden Väter zusammen. Also nicht zusammen, sondern gegeneinander, aber zusammen auf einem Spielfeld. Das wurde ja in den ersten beiden Teilen gar nicht so beleuchtet. Schön geholt. Aber jetzt anscheinend doch mehr der Geschichte geschuldet. Nochmal die Ecke kurz vor Ende des Spiels. Mal gucken, ob Alex, Jim vielleicht, ich will sie gesagt, Alex Fieber, ob Jim vielleicht das doch machen kann. Ja, Triple wäre schon nice. Ja, Triple, ja, mal gucken. Ah, schade. Now can you get the ball across? Ah, weit weg. Oh, no, no. Nowhere near. Well wide. Nochmal der letzte Abstoß wahrscheinlich. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Eieiei. So, komm schon. Und schön geholt. That move just breaks down. Oh, Liverpool looking ominous now. Aber er kann ihn behalten. Well, the final vorbei. Disappointing result for Coventry, especially considering how well they played over the first 50 or 60 minutes. But this game will be remembered for Jim Hunter's 100th career goal. What a way to mark the milestone with a cracker of a volley. Thanks for joining us here. We hope to see you again next time. Und diesmal haben wir miterlebt, wie Jim Hunter sein 100. Tor schießt. Und wir gucken mal, wo uns der Ladeballschirm hinbringen wird. Ballschirm. In einem Witzbold. Ladebildschirm? Well, what an entertaining match this has been. And a little bit of football history as well. Who will forget Jim Hunters incredible 100th career goal? Es gab wohl in der Steinzeit auch schon Fußball im Fernsehen, ja? Ja, und damals war wirklich alles schwarz und weiß. Du hast echt immer einen Spruch parat, hä? Ganz schön cool, dein Bruder. Damals gab's noch nicht so viel Wirbel drumherum wie heutzutage, weißt du? Wir bekamen 150 Pfund die Woche bei einem Sieg. Na, für uns ging's einfach nur um das Fußballspielen. Hey, seht doch, perfekter Ball, hm? Ist gar nicht so leicht, so einen Schuss gerade zu halten. Ja. Wir sollten los, oder? Der Verkehr in L.A. Komm, ich helfe dir mit den Taschen. Oh, nein, 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 Jim, das sollst du nicht. Bleib hier, ich kümmere mich drum. Willst du ihn mitnehmen? Ich hab ihn dir geschenkt. Dann leih ihn dir aus. Bring Glück. Gib ihn mir danach einfach zurück. Okay.
So, los, der Flieger wartet. Wenn ich den verpasse, macht Butler mich fertig. War eh ein Wunder, dass er mir freigegeben hat. Mann, ich glaub's immer noch. Ich weiß, Wahnsinn, oder? Als ich das letzte Mal an dem Flughafen war, ging's nach Japan. Was? Was? So red ich halt. Ist doch normal. Wo ich herkomme, reden alle so. You'll be my Einstein, my Newton, my Galilei, all of my Hawkins. Boy, put the pep in my step, put your arm on my neck while I'm walking. Please understand, yeah, I'm falling for you. You. Oh my God, you're the lock and I'm the key. I got everything you need. Journey Champions. Intro war cool. Euer Training sollte euch das Selbstvertrauen geben, um die nächste Stufe zu erreichen. Mit genau diesem Kader wollen wir zur WM nach Frankreich. Um das zu erreichen, müsst ihr es euch verdienen. Jeden Tag. Uiuiui. Ui, ui. Trainingslager WM. Ach du Scheiße. Bist nervös, ja? Nerdig, frech, ausgeglichen. Okay. Also wir spielen jetzt mit Kim, Alter, und sie trifft, glaube ich, ihr Vorbild. Ich glaube... Alex Morgan, auf dem Bild hat man sie kurz gesehen. Ich glaube, das ist Alex Morgan. Oh, puh. Die Amerikanerinnen haben ja auch, glaube ich, den Titel geholt. Bin mir gar nicht mehr so sicher. Ich glaube, die haben auch den Titel geholt. Mal gucken. Macht mir auch zu schaffen. So habe ich mich zuletzt nur einmal gefühlt im Jugendteam. Im Moment habe ich überhaupt keine Power. Ist schon okay. Jeder hier ist nervös. Du auch? Kleines Warm-up? Ja, klar. Hast gegen die Deutschen ganz schön aufgetrumpft. Wir haben nicht gewonnen, aber deine Einwechslung hat die Wende gebracht. Ja, aber das ist kein Freundschaftsspiel. Und ich bin die Jüngste. Du meinst, dass ich alt bin? Nein. Bereit, Hunter? Ich freue mich drauf, Coach. Okay, dann zeig's mal. Ladies an die Hütchen, ich will Passstaffetten sehen. Oh. Ach du Scheiße. Bitte nicht dieses Passtraining. Ich kann das nicht. Ei, ei, ei. Scheiße. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte gib mir Schusstraining. Ach die Scheiße. Training. Charakterattribute entwickeln. Ah, wir können auch Kim weiterentwickeln. Krass. Ja, das kennen wir ja schon alles. Beginne mit einigen grundlegenden Trainingsübungen und versuche mindestens ein B zu halten. Okay, wir versuchen natürlich ein A zu halten. Entschuldigung, aber... Oh, wir gucken mal, was wir hier schaffen können. Hoi, hoi, hoi. Hallo. Heute ist ein Trainingstag wie jeder andere. Hart und energisch. Okay, wir sind noch Wechselspieler. Losgehen. Und wollen nicht in die Reserve abrutschen. Flachpass, Basis, Schießen, Basis, Grätschen, Basis, okay. Puh, gucken wir mal. Passe zur markierten Spielerin. Wie sehe ich die gewünschte Spielerin? Okay. Das sollte ja erstmal einfach sein. Ja, das ist ja.
Easy going. Einfach hin und her passen. Das kann ich. Das geht gut. Gucken. Und wir werden auch diesmal nur einspielen. Also in diesem Fall nur Kim, nicht die ganze Mannschaft. Sehr gut, wir haben ein A erhalten. Gehen wir direkt weiter. Die erste Folge, logisch, war immer ein bisschen länger bei mir. Also jetzt wird es eh länger, weil wir mit Kim spielen und wahrscheinlich noch ein Spiel machen müssen. Erste Folge. Schießen, draufhalten, können wir. Ich glaube, das sollte machbar sein. Hier ein A zu erwischen. Gucken wir mal. Gucken wir mal, wie sie den Ball andrehen kann. Oh, sie ist kein Linksfuß, okay. Ja, sie ist Rechtsfuß, glaube ich. Oh, sie kann es aber auch mit links, okay. Ja. Ui. Okay, das sollten wir nochmal versuchen. Sehr schön. Oh, schade. Oh, was? Jawohl, das bringt uns schon mal weit voran. Das nicht. Jawohl. Jawohl. Wir versuchen es nochmal. Wir haben hier noch zwei Versuche. Ja, sehr gut. Oh, was? Was? Das gibt's nicht, Alter. Ja, so ist gut. Oh, an die Latte. Aber oh, jetzt haben wir B. Jetzt müssen wir mit dem letzten auf jeden Fall ein A machen. Oder ein B. Das wird jetzt schwer. Vor allem, wenn wir nicht nach oben treffen. Jetzt wird es richtig schwer. Ja! 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 Leider nur ein B. Schade, schade. Oh, Alter. Das war aber auch schwer mit ihr. Ich habe jetzt auf die Dings nicht geachtet, aber... Puh. Okay, Sprintbeweglichkeit ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Sie ist eigentlich mehr so eine zierliche, dass sie eigentlich sehr beweglich sein müsste. Aber Dribbeln und Tempo ist super. Ja, wir müssen den Ball nur abgrätschen. Gucken wir mal, dass wir das hier hinkriegen. Sehr schön, kriegen wir hin. Sehr schön. Sehr schön. Da haben wir schon unser A. Also 2A und ein B sollte machbar sein. Sollte uns helfen, weiter voranzukommen. Jawohl. Geben hier alles im Training. So muss das sein. Gucken, wo wir landen werden. Sehr gut, gucken wir nochmal. Schießen. Okay, warum werden wir bei Schießen Sprintgeschwindigkeit und Beweglichkeit angezeigt? Auf jeden Fall sind wir in der Beweglichkeit gestiegen. Fast noch ein Punkt beim letzten. Kurz vor 70. Schon mal nicht so schlecht. Es ist mir eine Ehre, derart energiegeladene Spielerin zu trainieren. Vielen Dank. Und mittlerweile haben wir uns in die Startelf gekämpft. Jawohl. Was ist schlimmer, als zu spät zum Training zu kommen? Ausrutschen und verletzt zugucken zu müssen. Michael! Wieso bist du zu spät? Ich hatte gerade ein Meeting mit Roger über Anlageoptionen und man muss spekulieren und akkumulieren und so ein Zeugs. Klar. Was machst du hier? Ich hatte ein paar Meetings für meinen Nummer 1 Klienten. Deinen einzigen Klienten. Das Beste kommt immer zum Schluss, nicht wahr? Worum geht's? Ich muss zum Training. Wenn ich zu spät bin, macht Butler mich fertig. Die letzte Saison war hart. Aber du hast die Wende geschafft, den Liga Cup gewonnen. Es ist so. Der Verein ist geteilter Meinung. Wie antworten wir? Ich habe keine Ahnung. Ähm.
Okay, dann muss ich mich wohl anstrengen und ein paar Zusatzeinheiten einlegen. Meinetwegen. Sehr gut, sehr professionell. Fang gleich mit der Vorbereitung an, okay? Und jetzt zeig mal diesem Club, wie wichtig du bist. Und denk dran, für mich bist du die Nummer eins. Danny? Ja, was? Training? Oh, Butler macht mich platt! Immer noch verpeilt. Ich brauche einen neuen Job. Und cool. Ich versuche, mich in die Person reinzuversetzen und versuche so zu antworten, wie sie es tun würde. Vor allem bei Williams übernehmen wir jetzt ja schon einen fertigen Charakter, sage ich mal, mit fertigen Charakterzügen. Und er ist ja immer so der Coole und macht seine okay, Witzchen. Jungs, an die Arbeit. Also versuche ich das auch irgendwie wiederzugeben, aber in dem Moment dachte ich mir so, ausgeglichen ist vielleicht die bessere Antwort. Und jetzt beginnt auch für Williams hier das Training. Er hat nur eine Trainingseinheit, und zwar 5 gewinnt. Okay, das Team, das zuerst 5 Tore erzielt, gewinnt. Okay, wir müssen versuchen, hier das Spiel zu gewinnen. Ich habe jetzt nicht gesehen, wir sind, glaube ich, Wechselspieler. Und wir spielen nur The Williams. Müssen wir mal gucken, was wir hier tun können. Ui, spielen wir hier alle 3, alle 4? Ja, wir spielen alle. Okay. Jawohl. Haben wir mit Glück das erste Tor gemacht. Ja, unser Ball. Sehr gut. Ja, durch die Beine. Williams macht zwar kein Ding, aber... Ah, wieso? Nimmt er nicht den Ball? Ja, Williams macht auch sein Ding. Sehr gut. Jetzt der Angriff. Komm schon. Ach, Williams will verteidigen. Ja, genau. Hämmer den doch rein aus 5 Metern Abstand. Williams mit der Vorlage. Jawohl. Schön, Williams mit der Balleroberung. Jawohl. Ja, spielt hier intelligent. Ja, wir tricksen sie hier ein bisschen aus. Bis auf unsere Chance warten. Williams aus der Drehung. Jawohl. Schönes Ding. Und Williams hier schon gesehen in der Startelf. Gutes Training, Jungs. Wenn ihr so trainiert, läuft das schon alles. Sehr schön. Williams, du warst heute der Beste. Ha. Mach weiter so. Und extra Lob bekommen vom Butler. Jawohl. Kinderleicht. Wir machen die Verträge. Es kommt auf dein Konto. Kommt direkt aufs Konto. Glaub mir, Mann. Dein Profit verdoppelt sich. In einem Monat. 2 maximal. Alles klar, Mann? Und? Haben wir einen Deal? Schick! Alles cool. Ich bringe heute Abend die Verträge, okay? Ja, okay. Läuft. Ciao. Bis später dann. Du, mein Freund, bist das Gesicht von Macmillans Frittenbudenmann. Ja, du kriegst sogar Fritten auf Lebenszeit. 28 Filialen in England. Also wow. Nenn mich den Werbeguru. Du meinst Macmillans? Macmillans, ja? Frittenbude? Millis? Ja, ja, wo wir jeden Tag gegessen ja. haben. Ja, Millis? Ganz genau. Das ist großartig. Ja, und du hast die Wahl zwischen Radiowerbung und Fotoaufnahmen für Printwerbung. Und sowas in der Art. Was sollen wir machen? Abenteuer mit wichtigen Entscheidungen. Manche Entscheidungen bestimmen über das Schicksal bestimmter Charaktere. Zentrale Entscheidungen lassen sich nicht rückgängig machen, also überlege dir genau, wie du vorgehen möchtest. Also wir können uns jetzt laut seiner Aussage zwischen Radiowerbung und Fotowerbung entscheiden. Ich weiß nicht, so eine Frittenbude? Ich weiß nicht. Um sein Gesicht voranzubringen, im Radio wird man sagen, okay, ja, wir haben die Liga gewonnen, aber der Verein ist noch nicht so überzeugt. Und so eine Frittenbude ist jetzt auch nicht so ein großer Deal. Ich weiß es nicht. Was sollen wir nehmen?
Wir haben auch nicht viel Zeit, uns zu entscheiden, deswegen bin ich jetzt hier im Pausemenü, aber, also Pausemenü in Anführungszeichen. Radio ist so, man hat kein Gesicht vor Augen. Wer ist dieser Williams? Ja, man kann zwar dann googeln in der heutigen Zeit schon, aber im Radio, wer hört, gut, wer hört noch Radio? Alle hören Spotify oder sonstiges Gedöns. Also da wird kaum Werbung gespielt. Von daher denke ich mal, dass wir mit dem Fotoding besser drin sind, weil da hast du direkt ein Gesicht zu, du hast den Namen dazu. Ich denke mal, mit dem Fotoding werden wir doch schon ein bisschen besser sein. Zeig, was du hast. Ja, das war schon immer mein Motto. Mann, bring mich vor die Kamera. Ja. Ah, echt geil. Hey, Adidas als nächstes. Glaub mir, mach dir einen Namen. Mit großen Titeln, Spieler des Tages Awards. Dann kennt schon bald jeder The Williams. Mann, das ist Adidas. Ja, das kann sein. Mach nur. Danny Boy, the pipes are calling. Oh je, das ist Roger the Dodger, der Business Manager vom anderen Stern. Ich heiße Ringo, klar. Oh ja, mein Fehler, stimmt. Niemand hat dich je Ringo genannt. Seinen Spitznamen kann man sich nicht aussuchen, so läuft das nicht. Was? So haben mich in der Schule alle genannt. Wann? Als ich Schlagzeuger war. Hallo? Ist doch... Du hast einmal Triangel gespielt im Orchester und das auch noch falsch. Na... Zweimal. Wie gehen die Geschäfte? Tatsächlich richtig gut, Michael. Roger hier hat für mich einen Werbedeal besorgt. Macmillans Frittenbude. Mann, da haben wir gegessen. Oh, jeden Tag, oder Roger? Haben wir, Ringo. Apropos Deal, denk bitte an den Termin zur Vertragsverlängerung, ja? Am Tag des letzten Vorbereitungsspiels. Ja. Also gib im fernen Osten alles und wir können im Geschäft sein. Aber locker bleiben, Kumpel. Deine Zukunft hängt davon ab, Danny. Harte letzte Worte an Danny. An Danny, meine ich. Uiuiui. Ohne Dino ist es hier nicht dasselbe. Ui, Trainerwechsel beim FC Bayern. Buenos dias, chicos. Seid ihr fit? Konzentriert? Hoffentlich, denn heute braucht ihr das. Dino ist weg? Eieiei. In Teamaufstellung wird das aktuelle teaminterne Ansehen aller Spieler angezeigt. Zeige gute Leistung im Training, ja, eine bessere Trainerwertung erhöht die Chancen. Ja, das ist klar. Zeige gute Leistung im 11 gegen 11. Okay, alles klar. Geht wohl 11 gegen 11 gleich. Noch sind wir in der Startelf. Und fangen natürlich wieder beim FC Bayern an. Und Trainerwechsel beim FC Bayern. Hartes Thema. Alex vermisst Dino. Wir haben anscheinend... Ja, geht direkt 11 gegen 11. Mal gucken. Wir müssen wahrscheinlich wieder alle steuern. Ja, Bayern A gegen Bayern B. So. Auf geht's. Thomas Müller, unsere zentrale Leitfigur hier natürlich. Jetzt muss ich erstmal wieder klarkommen hier. Mit den... Bayern spielen hier schön. Ja, hier der Pass super und jetzt kriegt Alex den Ball nicht. Schade, hätte vielleicht abschließen sollen. Naja, erstmal ein bisschen auf Alex spielen. Hui, die bauen hier gut Druck auf, aber wir können uns nochmal befreien. Jetzt vielleicht Alex mit dem Pass auf Thomas. Oh, schade, der kommt nicht vorbei. Schade. Wollte den Haken nochmal machen, aber Manuel stand da.
Ui, schöner Ball hier, aber der geht wohl nicht ins Aus. Huiuiui. Schön aufgepasst. Alex wieder. Kann jetzt hier den Ball spielen auf Franck Ribéry, der natürlich jetzt schon weg ist, schon lange. Vom FC Bayern. Bringt die Flanke auf Thomas Müller. Schade, schade. Erste Flanke. Ribéry. Oh, abgeblockt. Schön hier. Vielleicht nochmal rausspielen. Ja, Ribéry hat noch den Ball. Kann sich hier allerdings nicht durchsetzen. Braucht jetzt Hilfe. Jawohl, da kommt der nächste Pass. Flanke in die Mitte. Alex, schade. Kommt nicht ran. Gleich weiter unter Druck setzen hier. Schade. Ui. Da kam Neuers Spielkunst wieder raus. Können wir hier... Ah, können wir ihn aufhalten? Jawohl, können wir. Ui, Fehlpass. Böse, böse. Schön gespielt. Ja, erstmal hinten rum. Manuel verliert den Ball. Manuel sage ich schon. Thomas verliert den Ball. Jetzt war ich so bei Manuel. Die sind gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich dachte, wir haben vielleicht mal eine Chance. Ja, hätte den einfach nur genickt. Dann hätten wir keine Chance gehabt. Aber so wird es hier nichts. Schönes Passspiel von Alex. Ball verloren leider. Zu eng gewesen. Ja, die rücken ziemlich viel auf. Also, wenn wir hier spielen müssen, alleine wird das eine harte Prüfung. Jetzt vielleicht mal der Konter. Über Thomas. Der kommt nicht an den Ball, wa? Oh, nee, der kommt nicht an den Ball. Oh, aber wieder Fehlpass. Leider gerade voll den Frosch im Hals zu. Entschuldigung. Ich konnte mich gerade nicht muten. Zwei Hände am Controller und so. Eieiei. Schön, jetzt gibt es erstmal Einwurf. Schöner Ball. Schön. Der Schuss war einfach grottig. Ich habe voll drauf gehalten und jetzt zieht das Ding so verdammt weit weg. Wer war das? Sanchez? Kann man gleich auswechseln. Gleich verkaufen. Wie auch im Real neben. Brauchen wir nicht. Schöner Pass. Jetzt Hunter. Hunter! Oh, wird abgegrätscht. Kein Foul. Was? Ernsthaft? Er wird noch abgegrätscht? Das... Müller verarscht worden. Huiuiui. Sehr gut. Jetzt nochmal der Angriff. Über Thomas. Thomas bringt den Ball auf Alex. Alex! Oh, fast ein Zauberball. Fast ein Zauberball. Aber auch da kommt Alex klasse wieder durch. Mit links zirkelt er das Ding dahin. Ah, schöner Doppelpass hier. Triple-Doppel-Overtake-Pass. Junge, Junge, Junge. Vier Leute ausgenatzt. Keine Chance gehabt. Junge. Und da gibt es in der ersten Hälfte kein Tor. Geht es jetzt weiter mit den zweiten 45 Minuten, oder? Geht es jetzt so weiter? Wir werden mal gucken. Ich glaube, das war's. B-Mannschaft mit besseren Optionen. Okay, das war's. Muchas gracias, muchachos. Ja, wir werden wahrscheinlich sinken in der Trainerwertung, aber nicht so viel. Ja, ich weiß auch nicht, auf welche Schwierigkeit das war. Gucken wir mal. Ziemlich übertrieben, hä? Diese Superagenten sind alle gleich. Die kennen keine Grenzen. Geben wir ihnen eine Chance, ja? Schadet nicht. Alex, wie schön, dass du da bist. Miss Via Bär. das ist mein Agent Michael. Mr. Taylor, der Mann hinter Rising Stars. Ich verfolge Ihre Arbeit seit vielen Jahren. Ein Talenteförderer. Schön, dass wir uns endlich mal begegnen.
Das Muschelceviche hier ist unglaublich, kann ich nur empfehlen. Sollen wir direkt loslegen? Natürlich. Alex, du hast ja vielleicht schon von Mr. Taylor gehört, dass man als Spieler irgendwann an den Punkt kommen kann, wo man größer ist als der Sport, den man spielt. Wo man zur eigenen Marke wird. So wie Cristiano Ronaldo mit CR7. Das ist aber nur möglich, wenn man neben dem Rasen genauso ein gutes Team hat. Tja, Alex hat schon ein Team, also... Ein Mann ist noch lange kein Team, Mr. Taylor. Ein Spieler wie Alex braucht ein Team, um das Maximum rauszuholen. So intensiv kümmern wir uns nicht um alle Klienten, nur um die Besonderen. Alex, mein Team und ich von Villanova und Partner bieten dir die Chance, mehr als nur ein Fußballer zu sein. Nämlich ein geldgieriger Roboter, eine Legende, Mr. Taylor. Bitte, denk mal drüber nach. Ich weiß, das ist eine große Entscheidung, aber ich muss da eben rangehen. Entschuldigen Sie mich? Max, ja, ich bin gerade bei ihm. Wie läuft's bei Sergios Dreharbeiten? Exzellent. Die weiß offenbar, wovon sie redet. Maike, meine eigene Marke. Was? Weißt du, ich erkenne einen Coup, wenn ich ihn sehe. Was soll das heißen? Beatrice Villanova teilt ihre Klienten mit niemandem. Und das Muschelceviche hier ist meine Henkersmahlzeit. Erinnerst du dich an Garretts Transfer? Ich habe Marcus de Mara dazu geholt, um beim Deal mitzuhelfen. Dieser Superagent, das mache ich auf gar keinen Fall nochmal. So verstehst du das, Alex? Sie oder ich? Wie? Sag Maike, was Sache ist. Du weißt, dass ich dir wahnsinnig dankbar bin, Maike. Aber inzwischen habe ich den Eindruck, als ob es an der Zeit ist, den nächsten Schritt zu gehen, weißt du? Was? Und du glaubst, ich kann das nicht? Bea kann uns gut tun. Arbeitet zusammen. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass die mit mir zusammenarbeiten will. Sobald die den Fuß in der Tür hat, schießt die mich ab. Überhaupt keine Frage. Also weißt du, diesen Weg kann ich nicht mit dir gehen. Was sie dir anbietet, bedeutet eine Menge Opfer für dich. Verstehst du das? Das sollte dir klar sein. Ein Neuanfang ist nie einfach, Alex. Aber manchmal muss man das Alte loslassen, um das Neue zu bekommen. Okay, bin ich ein Fußballer? Ja. Bin ich einer der Besten der Welt? Ja, klar. Okay, dann bin ich der Meister des Übersteigers Cristiano Ronaldo. Das ist etwas, wovon er träumt. Ja. Dann Alexander. Ja. Ach, du bist doch nur neidisch, Mann. Wenn wir euch hier wegputzen, änderst du deine Meinung. Oh Mann, wir werden das Turnier gewinnen. Oh, meinst du? Na klar. Das werden wir ja sehen. Läuft alles wie geplant, was, Alex? Dad sagt, das Warten auf die Kaderbekanntgabe hat dich fertig gemacht. Tja, es lief alles, Dad. Danke, dass du es erwähnt hast. Kommst du zum Halbfinale, Dad? Nervt dein Bruder auch so? Als Scout hat man nie Feierabend. Ist auf jeden Fall nicht einfach. Geht ihr euch deshalb aus dem Weg? Ja, so in etwa. Okay, wir sollten los, Maus. Ein wenig Schlaf wäre gut. Ja. Der Jetlag macht mich fertig. Ja. Ruht euch ein bisschen aus. Es kommen wichtige Spiele auf euch zu.
Doppelter Einsatz? Na klar. Also gut. Gut. Mach mal. Bin ich ein Promi? Ja. Okay. Ah, Sportler? Puh, okay. Also die Antwort im Restaurant, deswegen gewählt, weil ich der Vermutung war, Alex freut sich darauf und ist bereit, diesen nächsten Schritt zu gehen. Und es heißt ja nicht, dass wir Michael für immer verloren haben. Er hat Scheiße für uns gebaut, wir haben ihm eine zweite Chance gegeben. Er ist jetzt von sich ausgegangen. Wir haben ihn auch ein bisschen dazu gedrängt, finde ich, aber Alex wollte es, glaube ich. Man hat es in seiner Mimik gesehen. Und ihn anzuschreien wäre keine Option gewesen. Und ihn, weiß ich nicht, vielleicht mit an Bord zu holen durch diese coole Aussage. Er hat ja noch versucht, ja, arbeitet zusammen, bla bla bla. Hatte ich die Hoffnung, er sagt, vielleicht probieren wir es. Aber er ist, glaube ich, ein bisschen noch zu stur dafür. Er will erst, aber ich weiß nicht. Wir müssen erst mal gucken, wie Beatrice sich so macht. Ich kann ihr auch noch nicht ganz vertrauen, weil es ist doch schon echt viel, was da auf Alex jetzt einprasselt, weil er jetzt Megastar ist. Er hat jede Liga gerockt bis jetzt. Und wir müssen mal gucken, wie das weitergeht. Wir müssen gucken, wie das weitergeht, und dafür gehen wir jetzt erstmal hier gucken. Wir sind gerade im The Williams-Modus, nenne ich es mal. Gucken mal hier. Vorbereitung geht wieder los für einen Top-Athleten wie The Williams Footy. Kein Problem, oder? Jawohl. Die Premier League-Teams machen sich auf den Weg zu ihren Vorbereitungstouren. Wie viele werden wohl schon komplett ausgebrannt in die neue Saison starten? Die neue Premier League-Saison wirft ihre Schatten voraus. Die Vorbereitung beginnt. Welcher Verein macht die weiteste Reise? Ich bin gespannt, welches Premier League-Team in der Vorbereitung die besten Leistungen zeigen wird. Mit einigen Überraschungen wird zu rechnen sein. Liverpool lässt auf der Vorbereitungstour heute die Jugend dran. Werfen wir also mal einen Blick in die Zukunft. Wann fängt das Liverpool-Vorbereitungsspiel heute an? Ich will die Nachwuchsleute nicht verpassen. Okay, als erstes, ich weiß nicht, was es ist. Kann ich leider nicht. The Williams Footy immer locker bleiben. Kann The Williams gegen America die erhofften Tore machen? Warten wir es mal ab. The Williams wird wohl heute im Vorbereitungsturnier gegen America Probleme bekommen. Okay, sehr. Heute schaue ich mir vor allem The Williams an. Okay. Vor allem schaue ich auf The Williams so rum. 6800 Follower hat The Williams. Und wir gehen nochmal kurz in die Einstellung, weil ich mal gucken will. Okay, wir spielen auf Profi. Halbzeitlänge 6 Minuten machen wir mal. Geschwindigkeit nochmal. Gucken wir mal kurz durch. Haben wir hier die deutschen Kommentatoren drin? Gucken wir mal durch. Jojojo. Deutsch. Okay, Untertitel ein. Das haben wir so. Das müsste eigentlich alles passen. Und ich würde sagen, dann gehen wir jetzt rein ins Spiel. Fast, oder? Ich weiß es nicht.